Hallo und willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ich bin Korgen und wir spielen jetzt direkt mal weiter. Ja, Mysterion hat uns bereits gebeten, ihm zu folgen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir hier auch wieder Chaos vorfinden. Okay, Chaos, ja. Oi. Ich müsste mir eigentlich mal kurz den Spaß machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ist leider gesperrt. Hätte ich gerne mal einen Blick riskiert, was die da gerade so treiben. Ob die da einfach pennen oder... Weil irgendwie nehmen die hier scheinbar jeden Abend das Haus erstmal auseinander. Aber okay. Wir kommen auf jeden Fall raus, ohne irgendwelche kleinen... Schlüsselquests hier zu machen. Na endlich. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Jetzt wieder. Redest nicht gern drüber, hä? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen die Beweise. Tina! Tina, es tut mir leid! Moment, das interessiert mich jetzt einfach. Ja, fast gedacht. Ja, in South Park ist nachts die Hölle los. Ich bin ganz brav versprochen, bitte. Du musst mich kriegen, um mir Hausarrest zu geben. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Hey, Verbrechenskämpfer! Wo wohnst du? Lass uns zusammenziehen! Hey, was habt ihr hier zu suchen? Es ist schon längst Schlafenszeit. Geht ins Bett! Was? Ich hoffe, du magst Eier! Ja, Mann! Was für Arschlöcher! Das ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Der hat ihm vor die Haustür geschissen. Ja. Du bist echt mysteriös. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob. Hey, da sind sie. Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderarsch ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da! Das tun wir auch! Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch! Leute, Leute! Ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchat. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieh dir das mal an. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Gut. Kommt schon, Leute, rein da! Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Wow, das habe ich nicht erwartet! Ja. Und mich wundert es zumindest nicht, ne? Okay, ist offen.
müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Ich bin ein bisschen irritiert von dem Kerl ganz rechts außen mit der Gummipuppe. So, wir werden uns gleich auch um die Polizisten kümmern. Allerdings wollte ich jetzt erstmal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht irgendwo irgendwie irgendwas übersehen hatte. Okay, scheinbar am ersten und zweiten Blick nicht, aber ich gehe mal an den Automaten. Emblem der Brutalität. Artefakt, ja. Vorausgegenstände, Komponenten. Ich bin ja immer noch auf der Kostümjagd. Okay, wie mir scheint. Zack. Zack. So, die müssen angewidert sein und brennen und was weiß ich, was das noch alles. Ah. Okay, besiege die korrupten Cops. So, bin ich denn mit meiner Kampfaufstellung zufrieden? Ich glaube, damit werden wir gut vorankommen. Okay. Diesmal hinterlassen wir keine Handybeweise. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Ja, damit treffe ich leider noch überhaupt gar keinen. Schade. Wenigstens. Auf die Knie und Hände in den Kopf! Du hast das Recht, aufs Maul zu kriegen! Ich bin Bulle geworden, um zu feiern, nicht um Kinder zu verprügeln. Geht aber auf! Ah, oh, Scheiße, diese Dinger sind gefährlich! Ein Sturm zieht auf! So, Wonder Tweak. Donnerlippchen! Zeig mal, was du drauf hast. Ja. Noch einer erledigt! Wir brauchen Verstärkung! Na, ja. Oh, Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Hier kommt Mysterio! Leute. Los! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Recht bewahren, unschuldige Schützen. So, der Tupper-Typ. Ach, schade. Na komm, schmeißen wir uns erstmal den Geschützturm dahin. Der hat ja, glaube ich, zwei Runden Cooldown oder so. Ihr landet alle hinter Gittern, aber nicht bei den Nutten, also freut euch nicht so wohl. Angriff auf einen Polizisten! Wie sieht das hier mit... Ach komm, wunderbar. Hier, zack. Getroffen, Schaden. Die Aktion gefällt mir. Zeit für eine kleine Stadtrenovierung. Das merke ich mir. Siehst du das Abzeichen? Keine Bewegung! Das ist nicht gut! Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Ja, deine will ich nicht sehen. Eigentlich. Hier blitz ich einen! Geil! Ach, obwohl, ja, hätte ich auch machen können. Verdammt. Wir kriegen ganz schön viel Geld, mein Gott. Ja, komm, mit dem
hätten hier so 6 Punkte mehr sein können. Okay. Was haben wir hier? Ja, scheinbar nichts wirklich Wichtiges. Okay. Oh nein. Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich? Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen, wie ihr. Eure Freunde, eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Mega! Tupperdose! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Hinterher! Grenzwertig. Das wird kein Zucker schlecken, aber wir zahlen es den Bullen heim. Ja, das werden wir auch unmöglich. Okay, gibt's noch denselben Kack. Hier können wir nichts machen. Hier haben wir schon alles weggeräubert, glaube ich. Nun gut. Ist ja schon irgendwie gruselig, ne? Die Clownköpfe. Oha, aus hier. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Überlass das mal dem Wunderarsch. Zack. Es hat geklappt! Oh Mann, da ist noch einer! Ich wollte doch noch die Beweisboxen verstecken. Seufz. Na gut. Nein. Ruhig. Ein feiner Lakai. Rein mit dir. Wuhu! Ciao. Okay, los. Ja. Ach, hab ich gar nicht gesehen. Ich bin's, Tauli. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Oh, scheiße, bin gleich wieder da. Okay, das Beweislager. Meine Puschen. Tantalum-Beschleuniger-Rezept. Okay, da ist ein Aufzug. Nach dir, Neuer. Höchstwahrscheinlich müssen wir in die
Zellenabteilung. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Ja, also alles in allem. haben wir. Kranke Scheiße, wir müssen sie retten! Hey, du hast mich hier reingebracht! Nein, das war ein vollkommen anderer. Sie wollen die Verbrecher befreien! Runter, auf den Boden! Ovi. Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein! Das ist mein verfassungsmäßiges Recht! Ihr Gesetzeshüter in Aktion sind sicher aufregend für euch! Zeig keine Schwäche! Okay, so viel Schaden machen die ja jetzt nicht unbedingt. Ja, Moment, das wäre ja dämlich, weil wenn ich hier hingehe, dann treffe ich doch beide. So. Donnerstag! Das wird noch eine Weile britzeln! Okay, mal ein kurzer Check, was macht jetzt mehr Damage? So, das zieht Richard und die ab und gibt einen Blutungseffekt. Okay, das trifft nur ein. Ja, dann muss es ja, ne? Hey, unter Arsch! Den finde ich ganz schön heftig. Beine breit, Anarchisten! Fuck, jetzt gib schon auf! Ihr muss durchgegriffen werden! Ja, stopfen wir ihnen das Maul! Okay. Okay, nicht schlecht, aber der hier ist noch heftiger. Ja, ich werde mal Vorarbeit bei dem hier mit dem Schild leisten. Oh, ich bin jetzt mit Kick verkackt, verdammt. Ah, genau, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte dir noch einen Tipp geben. Okay, hier kommt der Tipp. Vertraue niemals der Regierung. Gern geschehen. Danke. Weißt du, wozu die Regierung gut ist? Für absolut gar nichts. Wollen dir alles vorschreiben und hören dich ab und so eine Scheiße. Fick diese Arschlöcher. Ich hasse sie. Ich will doch die andere Ultimativkraft da sehen. Ach, obwohl, auf der anderen Seite. Ach komm, scheiß drauf. Drollig. Alles klar. Finish him. Die Freedom Pals werden siegen. Alles klar. Und noch einen epischen Platz freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Okay, okay. Ich weiß, was ihr denkt, aber... Glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr.
Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Okay, bei ihm hier können wir noch was aufsammeln. Restzellenzugangskarte, schön. Bevor es dann weitergeht, werde ich mir erstmal ein neues Artefakt einschrauben. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Hey Mann, das mit der Regierung war nicht so gemeint. Die sind gar nicht so schlimm. Eigentlich sind die ganz cool. Bleib locker, Mann. Die hören das gerade alles ab. Verhalt dich ganz normal. Scheiße, wahrscheinlich verfolgen sie diesen Anruf zurück. Ich verbiss mich! Ja, und tatsächlich ist es so, dass ein Gefängnisausbruch illegal ist. Und eine Straftat. Auch wenn man unschuldig ist und ausbricht, dann ist man vielleicht unschuldig, aber das Ausbrechen wiederum ist eine Straftat. Das ist... Ja, okay. Artefakte. Ein neuer epischer Platz wurde freigeschaltet. Clark. Oh, da können wir direkt... Da hätte ich jetzt gar nicht mal womit gerechnet. Oh. Da sind wir ja alles im Allem ziemlich dick ausgerüstet. Gar nicht mal schlecht, gar nicht mal schlecht. Okay, weiter geht's. Wir brauchen immer noch Class. Ach, verdammt. Okay, gleich. Ne, hier ist der Ausgang. Ja, okay, dann... Na gut. Nein. Du bist tot. Ah, okay, ich sehe da oben Stromleitung. Ja, okay. Wäre jetzt eigentlich gewesen, irgendwo die Stromzufuhr zu kappen. Die wir hier aber scheinbar gar nicht drankommen. Okay, dann mal einen kurzen Blick in den Flur werfen. Oder wo auch immer wir gerade hingehen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter! Ich sehe. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Hm. Oh nein! Upsala. Du bist tot. Nein, bin ich gar nicht. Ich stehe hier. Ich sehe nirgends einen Schalter. Okay. Kann ich das denn... Ah, ja, ich kann. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Jetzt.
Zeit. Wow, wow. Ja. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön. Kein Problem. Ja, manche Rätsel sind ja schon ein bisschen, ne, irgendwie... Chaos! Jetzt hab ich dich, Kleiner. Und das hätten wir. Und bam! Wuppi! Ist sich selbst der Lohn. Okay, das hätte dann ja schon mal geklappt. Oh, du bist wieder da. Verschwinden wir hier. Bereit? Ja! Das hast du wirklich drauf. Abflug! So, was haben wir? Ah. Knaster, du. Ja, jedoch frage ich mich immer noch, wie kommen wir in die andere Zelle? Okay, vielleicht ergibt sich ja noch das eine oder andere. Schön, schön, schön. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Du schaffst das. Bullshit, hab, was du brauchst. Geh du vor. Geht doch. Wir müssen ihn irgendwie aus dem Verkehr ziehen. Sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Grumbles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pulse, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Isst die geilen Sandwiches. Macht wie Jared und er sieht immer noch super aus. Hey Kids,
Wollt ihr was Süßes? Oh, fuck, Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Besiege Jared. Sex im Knast ist extra heiß. Gönn dir was Süßes. Ja. Nein. Ah, nein. Ja, scheiße. Hat mal jemand $5? Ah! Ja, schwach. Lass am Arsch! Hier, Heilung! Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Ah, und ich sehe gerade, ich muss wohl mit Tupperdose aus dem Weg, beziehungsweise der hier zurückgestoßen wird. Ah, weiter so! Wenn ich nicht der schlimmste Albtraum bin, will ich's werden! Ja, wie soll ich den sonst angreifen, wenn ich mich nicht in seine Bahn stelle? Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Führe Gefechtsprotokolle aus. Ah. Okay, dann mache ich doch einfach mal so. Dann. Nein. Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Kacke, jetzt verrecken wir wegen AIDS! Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich hab's seit 2 Jahren nicht geschafft. Jeder sollte AIDS haben. Was? Sehr gut. Es läuft eine Kinder in Fummelreichweite frustrierend. Ich tritt dir in den Arsch. Na, wer will als nächstes? Zug gelöscht. Überlassen Sie diese Kinder uns, Mr. Vogel. Danke, aber im Umgang mit Kindern habe ich reichlich Erfahrung. Okay, dann scheinen die beiden da ja Heiler zu sein. Und Heiler müssen weg. Okay, muss ich da irgendwie... Ja, muss ich mal versuchen, ob ich das so geregelt habe. Richtung sieht auf! Ah! Ich verdiene was Besseres! Als ob die Nummer noch schlimmer werden könnte. Los geht's. Ja, das schaffen wir, Leute. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Super Tornado aktiv. Das Geilste am Super Tornado ist der Kollateralschaden. Oh Gott, Vorsicht! Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Schlag ihn! Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend! Operation, lass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussehen. Ein Fehlschlag, Abbruch! Gönn dir mal was. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Ach, die Aktion, die ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Aber. Ach, und ich muss den Heiler da eigentlich wegkriegen. Ich
mach mal so. Bleib cool! Chill mal kurz, okay? Ah, schön. Dann lasse ich jetzt mal diese Aktion los, den elementaren Ansturm. Ah, du hast meinen Puls zum Rasen gebracht. Nett, nett. Hier kommt Mysterio. Ja, und der wird den mal richtig ordentlich zeigen. Noch einer erledigt. So muss er sein. Zielsysteme online. Ja, der ist immer noch eine Runde außer Betrieb. Die Plätze. Kackaktion. Wollen wir probieren, ob wir zusammen meine Hose von vor der Diät passen? Super Tornado! Geil! So kann man es natürlich dann auch machen, ne? Glas mit Chloroform. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, vorziehen ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Alter, das war Hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Na, davon wird er wohl kaum krepiert sein. Okay, der Aufzug. Hol ich ja immer noch. Was sie auch im Keller haben, schlimmer wird's kaum. Naja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. An der Stelle war es das mit dem Part dann auch schon wieder. Evil Jared oder wie auch immer der Kerl heißt. Nee, im Moment, Jared hat AIDS. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, den haben wir besiegt und bevor wir jetzt in den Keller runterfahren, ja, bis zur nächsten Episode von South Park, die rektakuläre Serreisprobe. Ich bin Korgen, bis dann.